Seid ihr gut drauf? Auf die Bauke Hause! Auf die Bauke Hause! Auf die Bauke Hause! Ein bisschen mit dem Platz, dass ihr hört. Hey, 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 liebe Gäste, wir bitten kurz um Ihre Aufmerksamkeit. Seien Sie im Namen des Narrenbund-Neuhausen ganz herzlich willkommen. Im Interesse der Akteure und von uns allen einige Informationen. Natürlich ist das Rauchen in der Halle nicht gestattet. Für unsere Raucher gibt es vor der Halle ein beheiztes Zelt. Während der Programmpunkte bleibt die vordere Eingangstür geschlossen. In der Mitte des Programmes wird es eine Pause geben, die Ihnen genügend Gelegenheit für Toilette, zum Telefonieren oder Rauchen gibt. Es wäre schön, wenn die Programmpunkte Ihre Aufmerksamkeit finden und speziell die gesprochenen Vorträge die notwendige Ruhe erfahren. Und nun wünschen wir Ihnen viel Spaß und gute Laune bei Ihrem Neuhäuser Narrenbund.
schneien heute auch und in diesem Jahr unser Jubiläumsjahr, ja, auf 44 Jahre Narrenbund. Dazu darf ich Sie noch einmal recht herzlich willkommen heißen mit einem dreifach kräftigen Auf die Pauke Hauze! Ja, ich hab's gerade gesagt, 44 Jahre Narrenbund, ein wahrhaft närrisches Jubiläum. Und ich habe heute Mittag habe ich auch mit Barack Obama gesprochen. Ja, und das hat auch einen ganz besonderen Grund gehabt. Ich habe gesagt, du hör mal her, weißt du eigentlich, was wir zwei beide gemeinsam haben? Er sagt, nee, was? Dann sage ich, zum einen sind wir beide Präsidenten und zum anderen, du bist der 44. Präsident und der Narrenbund ist 44 Jahre. Ist das nicht klasse? Hätte ich gesagt, Barack Obama, könnt ihr auch so schöne Phasen feiern wie mir? Dann sagt er doch tatsächlich, yes, we can. Eine gesagt, und dort drüben müssen wir uns nur unterhalten. Nichtsdestotrotz freut es mich natürlich, heute Abend Ehrengäste des Narrenbundes willkommen zu heißen. Und ich darf begrüßen zum einen unser Ehrenzünftmeister, unser Charlie Riedl. Herzlich willkommen! Gilt heute unserem Ehrenmitglied Lotte Gehrum. Herzlich willkommen! Und ebenso ein herzliches Willkommen unser Ehrenmitglied Emil Leipold. Und ein weiteres herzliches Grüß Gott. Und ich habe ihn an für sich obergrad vermisst, einen Ordensempfang. Aber ich habe gehört, er ist jetzt hier unten im Publikum, der stellvertretende Bürgermeister, der Erich Bohlich. Herzlich willkommen! Jetzt habe ich immer noch gesehen. Ach doch, ja, Herrschaft. Stammst du denn auf, oder was? War das der Grund? Das ist unglaublich. Herzlich willkommen hier bei uns, lieber Erich. Ja, und dann ist es natürlich mir eine besondere Freude und ein Vergnügen, Ihnen, unsere Prinzenpaare, heute vorstellen zu dürfen. Und wir fangen natürlich mal an mit unserem Kleinen, mit unserem Kinderprinzenpaar. Es ist Ihre Lieblichkeit, Prinzessin Annalena die Erste und seine Tonität, Prinz Marcel der Erste. Unser großes Prinzenpaar. Ihre Lieblichkeit, Prinzessin Sabrina die Erste und seine Tonität, Prinz Thomas der Zweite. Euch wünschen wir natürlich ein glückseliges Fastnet. Viel Spaß natürlich hier mit uns. Und jetzt gibt es von unseren Elferräten und unser Elferratspräsident höchstpersönlich ist mit dabei, gibt es jetzt noch ein paar Blumen für unsere Prinzessinnen. Sehr schön. Mit Küsschen. Und jetzt soll es auch schon losgehen mit unserer Jubiläumssitzen. Und dazu wünsche ich euch allen recht viel Spaß. Macht heute Abend kräftig mit. Dann machen wir heute eine ganz, ganz tolle Sitzung. Und ich darf nun das Wort übergeben an unseren stellvertretenden Sitzungspräsidenten, denn der Richtige, der hat sich krank gemeldet, aber du machst es ganz hervorragend. Es ist unser Markus Gautlitz und euch wünsche ich jetzt viel Spaß. Ja. Meine sehr verehrten Gäste, auch ich darf Sie im Namen des kompletten Elferrates sowie aller Bühnenaktiven recht herzlich zu unserer dritten Punktsitzung in der EGC-Festhalle begrüßen.
Freuen Sie sich auf eine bunte Mischung aus Tanz, Gesang und Büttenreden. Lassen Sie uns gleich starten mit unserem Programm. Ich bitte die beiden Prinzenpaare auf ihren Thron und um den Ausmarsch der Kindergarde, Juniorengarde, Prinzengarde, des Tanzmariechens, der Masken- und Brauchtumstanzgruppe und gebe die Bühne frei für unsere Minigarde.
Choreo den Riesertanz von den beiden Trainerinnen Uschi Krieger und Gabi Klemper. Präsent. Herzlichen Dank an euch alle zusammen. Ich bitte um den Ausmarsch. Ja, holdes närrisches Publikum, wie Sie es bereits seit Jahren gewohnt sind, hören Sie nun die Antrittsrede unseres Kinderprinzenpaares. Ihre Lieblichkeit, Prinzessin Annalena die Erste und seine Tollität, Prinz Marcel der Erste. Bitte schön. Hallo, ihr Pause, ein Traum wird wahr. Wir sind euer Kinderprinzenpaar. Große Prinzessin, kleiner Prinz. Gerade egal, Hauptsache wir sind's. In Neuhausen fragt man sich, wem Karstel du? Drum höret uns genau mal zu. Prinzessin Marcel, so ist mein Name, umgeben wir die junge Dame. Prinzessin Annalena, wohl bekannt hier in Neuhausen und im ganzen Land. Ochsen wird, wenn ihr dich hört, dann weiß ein jeder, wohin sie gehört. Was wir so machen, tut euch interessieren. Wir werden euch gleich informieren. Beim MGV spitzt euer Ohr, das sing ich in dem Teenie-Chor. Und bei der Fastnet, wie könnt's anders sein, bin ich natürlich auch dabei. Bei den Blattfüß bin ich schon manches Jahr. Immer, immer andere Kostüme, das ist bei uns klar. Mein Prinzessin, du hast da was vergessen. Wir sind doch noch auf was ganz anderes versessen. Wir zwei reitet für unser Leben gern, denn auf dem Rücken der Pferde sind alle Sorgen fern. Ansonsten bin ich was Einiges geblickt, aus Fußballspielen ganz verrückt. Und aus dem, ihr liebe Leute, verbringe ich am Computer noch recht viel Zeit.
Applaus für Sie, unsere Kindergarde mit ihrem Marschtanz. Lassen Sie mich auch die Trainerin kurz vorstellen. Einstudiert haben diesen Tanz Annette Rank, Melanie Grotzer, Kerstin Tauschek und Nicole Ferrucini. Herzlichen Glückwunsch an euch alle, denn mit diesem Tanz habt ihr einen hervorragenden 4. Platz bei den Württembergischen Meisterschaften errungen. Herzlichen Glückwunsch! Vielen Dank an euch. Ich bitte um den Ausmarsch der Kindergarde sowie des Kinderprinzenpaares, ihre Lieblichkeit, Prinzessin Annalena, die Erste, und Prinz Marcel, der Erste. Neben mir stehen Sie und warten gespannt auf Ihren großen Einsatz. Freuen Sie sich nun auf die närrischen Grußworte unseres Prinzenpaares, Ihre Lieblichkeit, Prinzessin Sabrina die Erste, und seine Tollität, Prinz Thomas der Zweite. Ein närrisches Bauze, ihr lieben Gäste. Euch heute zu sehen, das ist das Beste. Wir freuen uns, wie wild in diesem Jahr zu sein, euer Jubiläumsprinzenpaar. Das Wichtigste, ihr lieben Narren, ist doch, den Alltag mal wegzukarren. Drum sind wir für euch bereit für die fantastische 5. Jahreszeit. Wir, das ist zum einen meine Holde, die nachher auch bald zu Wort kommen sollte. Prinzessin Sabrina wird sie genannt und ist auch schon ganz angespannt. Und ich bin Prinz Thomas aus diesem Ort und lass euch so schnell hier nicht mehr fort. Hör ich im Saal schon jetzt ein Beben, dann lasst uns erstmal die Gläser heben. Prost! Ach, mein Prinz, jetzt halte ein. Ich will doch nachher nicht alleine sein. Ich glaub, dass dich der Hafer sticht. Nach ein, zwei Bier bist du noch dich. Entschuldigung! Entschuldigung, aber Prinz Thomas verträgt kaum einen Tropfen von diesem gut gebrauten Hopfen. Wer mit ihm schon fort war, weiß das genau. Bestimmt noch besser als ich, seine Frau. Sabrina, ich bitte dich, das war aber jetzt ein wenig zu intim gehetzt. Euch Leute will ich nun verraten, wie wir zwei uns gefunden haben. Liebeskummer hatte sie und ich, doch ihr wisst ja, das lohnt sich nicht. Deswegen hatten wir zu dieser Zeit uns gemeinsam von diesem Schmerz befreit. Nach einer Nacht war alles klar, es ging ab zum Traualtar. Genau, und dann war's geschehen. Es gab kein Jammern und auch kein Flehen. Ich kann mich noch gut entsinnen, die Farce nicht kam und es gab kein Entrinnen. Kronenhähne, Kräbler und Schorf erwachten, und was in Neuhausen ihr Narren so machten, das zog mich sofort in seinen Bann, dem ich seither nicht mehr entkommen kann. Das Staunen war auch nur von kurzer Dauer. Seitdem lieg ich als Schorf auf der Lauer. Applaus.
zwar weit schmeckt, aber ich kann euch sagen, meine Prinzessin ist für jeden Spaß zu haben. Sie ist präzise und genau, so wünscht man sich doch jede Frau. Ich sage euch, und es ist kein Scherz, die organisiert Weihnachten schon im März. Fleckerbätscher bin ich und spiel die Schalmei. Wenn ihr daheim übt, dann gibt es Geschrei, denn unsere Kinder gefällt ja jeder Hit und sie singet aus voller Kehle mit. Ja, ja, Fasnetzlieder sind ja auch super, aber manchmal schon peinlich als Mutter. Wenn man im Laden den Einkaufswagen schiebt und der Spross sein Bestes gibt, denn die meisten dieser Lieder sind leider gar nicht allzu wieder. Bei dem Song Joanna, du Luder, bringt sie mich dann voll aus dem Ruder. Die Leute, die zeigen mir den Finger auf meine zwei Granatensänger. Da hilft kein, psst, lass das, komm, da hoffst du bloß, es ist bald rum. Von uns. Das Programm soll beginnen. Auch die Raucher bleiben bitte drinnen. Denn hinter der Bühne, da ist was los. Da warten alle, ob klein, ob groß. Die wollen mit euch lachen, tanzen und singen. Aber zuvor sollte noch der Narrenruf erklingen. Viel Freude, Unterhaltung und auch viel Spaß wünschen euch Prinzessin Sabrina und Prinz Thomas. Beide für eure närrischen Worte. Wir vom Elferrat wünschen euch morgen eine super Brunch-Sitzung und natürlich noch jede Menge Durchhaltevermögen bis zum Aschermittwoch. Dankeschön an unser Prinzenpaar. Holdes närrisches Publikum. Die GEZ wäre verbittert. Doch ich lade Sie ein. Sehen Sie mit uns schwarz. Down, burn my feet, just walking.
so schnell lassen wir sie nicht von der Bühne. Unser Bauzeballett mit ihrem Schwarzlichttanz. Studiert haben diesen Tanz die beiden Trainerinnen Margit Winterberger und Sabine Hussinger. Selbstverständlich gibt es für euch eine Kleinigkeit hier an der Elfenwachstheke. Vielen Dank, ich bitte um den Ausmarsch. Herzlich willkommen den zweiten württembergischen Vizemeister im Marschtanz und den württembergischen Vizemeister im Showtanz. Bühne frei für unsere Juniorengarde.
Gäste, württembergische Vizemeister mit ihrem Marschtanz. Herzlichen Dank an die Juniorengarde des Narrenbundes Neuhausen sowie der Trainerin Stefanie Ruf und deren Unterstützung Susanne Klemm-Götz. Für euch gibt es natürlich wieder ein kleines Präsent vom Helferrat. Ja, vielen Dank an euch. Ich bitte um den Ausmarsch. Von den Herren von Neuhausen. Zwei solche Ritter stehen als Figuren am unteren Rathaus, dem unteren Schloss. Zu ihnen gehört womöglich jener Ritter, der draußen steht und um Einlass bittet. Der Ritter Hebetme, ich bitte um den Einmarsch. Der Alte kommt nicht mit. Zack, zuck, so, jetzt sind wir quitt. Die Hemme könntet ihr euch sparen. Bedenkt, dass ich seit so vielen Jahren als Statue am Rathaus stehe und es mir schwerfällt, wenn ich gehe. Doch mit dem Sehen geht es noch zum Glück. Und deshalb habe ich stets im Blick, wie ihr das Leben so gestaltet und wie ihr euch dabei verhaltet. Insofern, meine Damen und Herren, hat man mich gebeten, heute Abend hier aufzutreten. Ich bin inzwischen eingetroffen und merke, dass ihr alle schon bereit und offen. Hierher begeben, um gute Stimmung zu erleben. Ich rechnete mit keiner Meute und wirklich lauter nette Leute. Die Herren tragen große Namen und elegant sind hier die Damen. Wie seht ihr alle entzückend aus? Man sieht, ihr seid von gutem Haus. Und herrlich seid ihr kostümiert, ein großes Lob euch drum gebührt. Hier gefällt's mir, ich finde das fein. Warum sollte ein Ritter nicht auch mal beim Volke sein? Ich möchte euch umarmen, doch das ziemt sich nicht, nee. Und wenn's mich doch übermannt, dann hebet's mir. Gerade mach ich's Maul zu, geht es schon los. Es fängt an, was mach ich bloß? Wenn ich euch so fröhlich sehe, juckt mir gleich der rechte Zeh. Da, wo ich bleiben, klappt doch nie, jetzt wackelt auch noch links das Knie. Stillstehen ist für mich als alten Ritter ziemlich fad und letztlich bitter. Ich gebe mir Mühe, doch irgendwann fangen auch noch Kopf und Arme an. Doch bevor ich in die Höhe gehe, rufe ich um Hilfe und schreibe, hebet mir. Und
jetzt soll ich singen, möge es gelingen. Herr Kapellmeister, ein Segen. Ganz ohne Pausen feiert mein Hausen, hier wird gefeiert und gelacht bis in die Nacht. Ganz ohne Pausen feiert mein Hausen, hier wird gefeiert und gelacht bis in die Nacht. Der hintergeben mich, wenn schon die Hände in Höhe, der kann denn ruhig bleiben bei diesen tollen Teilen. Der hintergeben mich, wenn schon die Hände in Höhe, der kann denn ruhig bleiben bei diesen tollen Teilen. Entschuldigung, das musste jetzt sein. Schließlich stehe ich Tag aus, Tag ein an unserem Rathaus ganz still, so ich mich auch mal bewegen will. Der Bewegungsdrang machte mich so versessen, dass ich jetzt habe beinahe was vergessen. Es gebührt Leuten wie diesen, sie mit einem freundlichen Lächeln zu begrüßen. Apropos, wenn ich Sinka beim Gruß, ich euch noch etwas sagen muss. Im Fernsehen gibt's was, das ich bisweilen sehe, die Fasnetzbrummsitzung vom Bodensee. Nicht weit von der Schweiz, der Ort Konstanz liegt, die Mentalität haben sie wohl von dort gekriegt. In Konstanz zur Fasnetzbrumm klingt es dann so, ein dreifach donnerndes Donnerrohr. Dreifach donnern, dass ich nicht lache, da geht man hier in Neuhausen doch anders zur Sache. Hier donnert's richtig mit einem auf die Pauke Hauze. Hauze, Hauze! Oh, was hab ich nur gemacht, ich hab's mir doch gleich gedacht. Wenn ich euch so fröhlich sehe, juckt's mir wieder im rechten Zeh. Da ruhig bleiben klappt doch nie, jetzt wackelt auch noch links das Knie. Stillstehen ist für mich als alten Ritter ziemlich fad und letztlich bitter. Ich gebe mir Mühe, doch irgendwann fangen auch noch Kopf und Arme an. Doch bevor ich in die Höhe gehe, schrei ich um Hilfe und rufe: Hilfe! Ganz ohne Pausen feiert Neuhausen. Hier wird gefeiert und gelacht bis in die Nacht. Ganz ohne Pausen feiert Neuhausen, hier wird gefeiert und gelacht bis in die Nacht. Der Linker über den, wenn schon die Hände kühn, der kann den ruhig bleiben bei diesen tollen Treiben. Der Linker über den, wenn schon die Hände kühn, der kann den ruhig bleiben bei diesen tollen Treiben. Ja, schön ist das, drum bin ich ganz entzückt. Ich freue mich und bin total beglückt. Dies Feeling gibt uns was und in Neuhausen ist darauf Verlass. Man tat es heute schon öfters kund, wir feiern 44 Jahre Narrenbund. Wir feiern und lassen hoch euch leben, vielleicht kann man ein Glas mehr geben. Dem edlen Spender sei gedankt, symbolisch sei sein Kopf umrankt mit einem Kranz von goldenen Beeren, möge die Zahl solcher Spender sich mehren. Doch nun ein Hoch dem Narrenbunde, ihm verdanken wir die frohe Runde. Ich drehe höflich mich herum und grüße das Präsidium. Mensch, Knappen, was ist denn das? Auf euch ist wirklich kein Verlass, denn mittendrin sitzt ja für wahr das hochverehrte Prinzenpaar. Das hättet ihr doch sagen können. Das meinen die, ich würde pennen. Ganz furchtbar tue ich mich genieren. Und dennoch muss ich es probieren.
Lieblichkeit, Punktualität. Mein Gruß kommt leider etwas spät. Der Grund dafür, mein Glauben muss, das Beste kommt halt stets zum Schluss. Ihr hättet beinahe was gefangen, aber es ist ja noch mal gut gegangen. Doch zu dem Schrecken am Metoyer, jetzt juckt mir wieder rechts der Zeh. Da ruhig bleibt noch nie, da wackelt auch noch links das Knie. Stillstehen ist für mich als alten Ritter ziemlich fad und letztlich bitter. Ich gebe mir Mühe. Doch irgendwann fangen auch noch Kopf und Arme an. Doch bevor ich in die Höhe gehe, schrei ich um Hilf und rufe: Hilfe! Feiert Neuhausen, hier wird gefeiert und gemacht bis in die Nacht. Ganz ohne Pausen, feiert Neuhausen, hier wird gefeiert und gemacht bis in die Nacht. Der Ritter Hörmann hat schon die Hände gehöht, er kann den Blut bleiben bei diesem Feiern treiben. Der Ritter Hörmann hat schon die Hände gehöht, wer kann denn ruhig bleiben bei diesen tollen Treiben? Ich versuche mich mal abzulenken, muss einfach an was anderes denken. Ich versuche es ja, doch ist gemein, wenn es sein muss, fällt mir oft nichts ein. Ach ja. Man sprach vom Dalai Lama, es ging um Tibet, es war ein Drama. Es fürchteten halt die Chinesen, man könnte über sie was lesen. Womöglich dann ins Wasser fiele die Austragung der Olympischen Spiele. Man hat den Blick zum Sport gelenkt, sodass niemand mehr an Tibet denkt. Viel lieber denken wir sofort an Fußball, unseren Lieblingssport. Bei der WM, da war es bitter. Da wurden wir jeder Dritter, mit der EM ging es dann weiter und da waren wir schon Zweiter. Nicht jedem ist jedoch bekannt, dass die EM bei uns stattfand. Ich weiß, jetzt sagt ihr gleich, das war doch Schweiz und Österreich. Doch wenn ich rein da ganz geschwind, dass wir in Vorderösterreich dort sind. Mag sein, dass das ist nicht genau, wenn historisch ich genau schaue. Manch anderer nimmt es nicht genauer und meint, der Kanzler heißt noch Adenauer. Doch bevor ich historisch mich verrenke, ist besser, wenn den Blick nach unten lenke. Gott sei Dank, ihr denkt es eh, meldet sich der rechte Zeh. Da ruhig bleiben klappt doch nie, jetzt wartet auch noch links das Knie. Stillstehen ist für mich als alten Ritter ziemlich fad und letztlich bitter. Ich gebe mir Mühe, doch irgendwann fangen auch noch Kopf und Arme an. Doch bevor ich in die Höhe gehe, schrei ich um Hilf und rufe: ganz ohne Pause, feiert Neuhausen, hier wird gefeiert und gelacht bis in die Nacht. Ganz ohne Pause, feiert Neuhausen, hier wird gefeiert und gelacht bis in die Nacht. Der Ritter Hörmann hat schon die Hände gehöht, der kann den Ruhig bleiben bei diesen tollen Treiben. Der Ritter Hörmann hat schon die Hände gehöht, der kann den Grund meinen bei diesen tollen Treiben. Ein Ritter hatte früher oft Verdruss, wogegen er sich wehren muss. Drum griff der Ritter oft zum Schwert und hat die Gegner so bekehrt. Man lebt bei diesem Job für wahr in einer ständigen Gefahr. Der brave Nachbar war nur Schein, bewaffnet war mit Stock und Stein. Auch wenn er lächelt, trau ihm nie, zwing lieber du ihn in die Knie. Daneben gibt's viel freie Zeit. Wie schön war doch die Ritterzeit.
Doch wie sieht es heute aus? In unserer Zeit, in jedem Haus, jeder Bürger gibt sich Mühe, schafft und schuftet, spät und früh. Die Räuber sind heut gut getarnt. Vor ihnen sei stets gewarnt, die jeden Tag mit Schlips und Kragen unser Geld nach Hause tragen. Hier nützt es nichts, das Schwert zu zücken, wen sollte auf den Leib ich rücken? Wer hat denn Schuld an diesen Banken- oder Wirtschaftskrisen? Ja, duckt euch nur und macht euch klein, weil eure Weste ist ganz rein. Aber wenn ich einen schuldig sehe, dann hebt mir. Frau Merkel, unsere Grand Madame, startete ein Konjunkturprogramm und wenn öffentliche Gelder fließen, tut das jeder gern begrüßen. Vielleicht kann man in Amerika dem Fernen in dieser Krise auch was lernen. Geld ausgeben kann in der Tat letztlich nur der, der es auch hat. Der Umgang mit Geld ist einfach verschieden. Der eine lässt es beim Urlaub in Liechtenstein liegen. Der Schwabe sieht in Geld einen anderen Sinn, es muss in die Wirtschaft, drum trägt er es hin. Bei dieser Wirtschaft, der die Zahlen halt kennt, und dort gibt es mehr als 4%, drum kann man auch ganz gut verstehen, warum so viele heute am Bartisch stehen. Man kennt sich aus mit Wirtschaftskrisen, der Neuhäuser hat das oft bewiesen. Man sieht in Fragen auf dem Schlossplatz stehen, soll er in den Ochsen oder in den Saalbau gehen. Ich selber stehe am Rathaus ganz stumm und schaue auf den Platz herum. Und wenn ich dort drehe mein Genick, erblicke ich Frau Thoma und Frau Schick. Im Vorzimmer zum Schultes die Wache stehen, man könnte sie als Zugbrücke sehen. Als Sekretärinnen sind sie ohnegleichen und nur sie können dem Schultes das Wasser reichen. Ich blicke runter zum rechten Zeh. Doch er verhält sich noch ruhig, alles okay. Nicht okay ist die Verkehrssituation, es muss besser werden. Zu lange warten wir schon, ein Schienenanschluss muss dringend her. Den fordere ich heute, den und noch mehr. Kommt keine U- oder S-Bahn in unser Gebiet, so verlange ich heute den Transrapid. Erinnert ihr euch noch an Edmund Stoiber, der vor Monaten fiel unter Paulis Räuber? Mit Transrapids Hilfe, so wollte er zeigen, könne man am Hauptbahnhof schon ein Flugzeug besteigen. Von München zum Flughafen Franz Josef Strauß, das war gut gemeint, aber es wurde nichts draus. Eine Alternative möchte ich hier zeigen. Warum nicht gleich in Neuhausen in das Flugzeug steigen? Mit dem Transrapid wäre das möglich und die Belastung am Flughafen bliebe erträglich. Weil Stuttgarts zweite Startbahn in München wäre, sie käme uns hier nicht in die Quere. Nur eine Startbahn ist dann kein Verzicht. Bei meiner Lösung braucht es die nicht. Nicht heute und auch nicht in 5 bis 10 Jahren. Man könnte sich immer und auf Dauer sparen. Der Schutzengel, den Herzogin Diane entwarf, ist der einzige, der bei uns noch landen darf. Schön, dass er hier bleibt. Er beschütze den Ort und halte Lärm und anderes Unheil fort. Der Ministerpräsident hat für uns entschieden, und mit dieser Entscheidung sind wir zufrieden. Zu Recht man ihn Landesvater nennt, wenn er merkt, wo es unter den Nägeln brennt. Übrigens, Ministerpräsident, das kürzt man ab mit MP. Beim Oettinger jedoch ich eher Maschinenpistole verstehen.
Staccato er das Wort an uns richtet, sodass in Deckung man geht, bevor man wird hingerichtet. Doch anders ist es seit einigen Wochen, da hat er deutlich langsamer gesprochen. So frage ich, was ist mit ihm los? Redet er bald wieder Scharping oder der Michael Floß? Die Politiker sich mühen, gar auch quälen. Das Volk soll sie schließlich wieder wählen. Jeder wünscht sich hohe Zahlen in diesem Jahr bei all den Wahlen. Sie reden lange und auch viel. Der Wahlsieg ist das große Ziel. 5% können schon reichen, sich als Gewinner zu bezeichnen. Andere werden zu Toren, haben mit 40% verloren. Höhere Mathematik muss man das nennen, und die kann nicht jeder kennen. Doch einen wohl ein jeder kennt, Barack Obama, der sich nennt. Ein schwarzer Präsident nach vielen Weißen, sollte da das Weiße Haus nicht Black Barack heißen. War nur ein Scherz. Einen Glückwunsch nach drüben, die Arme schweben nur nach Wolke 7. Man kann es allenthalben spüren, man hat viel zu gewinnen, aber auch viel zu verlieren. Obamas Wahlspruch, yes we can, kann leider nicht jeder von uns verstehen. Statt yes we can würden wir ohne Zagen ganz einfach nur Bauze, Bauze sagen. Ja, das versteht man in Neuhausen gut. Obamas Wahlspruch macht vielen Mut, doch weiter heißt es nach jeder Rast, nach Yes we can, heißt es now we must. Ich muss nun auch, meine Zeit ist um, ich grüße das Präsidium, und wenn ich euch hier so fröhlich sehe, juckt mir wieder der rechte Zeh. Da, wo ich bleiben, klappt doch nie, jetzt wackelt wieder links das Knie. Stillstehen ist für mich als alten Ritter ziemlich fad und letztlich bitter. Ich gebe mir Mühe, doch irgendwann fangen auch noch Kopf und Arme an. Doch bevor ich in die Höhe gehe, schreie ich um Hilf und rufe: Hilfe! Ganz ohne Pausen feiert Neuhausen, hier wird gefeiert und gelacht. Ganz ohne Pausen feiert Neuhausen, hier wird gefeiert und gelacht bis in die Nacht. Der Mittag hält schon die Hände in Höhe, der kann beruhigt bleiben bei diesem tollen Treiben. Der Mittag hält schon die Hände in Höhe, der kann beruhigt bleiben bei diesem tollen Treiben. Und hoffentlich nicht zum letzten Mal in der MBN-Bütt, unser Pfarrer Alfred Kirsch. Als zu Ihnen zu sagen, ein herzliches Vergelt's Gott, Dankeschön und Ausmarsch. So, lieber Prinz, die Wartezeit hat nun ein Ende. Heißen Sie herzlich willkommen.
eine der erfolgreichsten Garden Württembergs, begrüßen Sie die Prinzengarde des Narrenbundes Neuhausen.
Ja, das war für Sie mit einer hochkarätigen Darbietung unsere Prinzengarde. Genau mit diesem Marschtanz belegten Sie auch einen hervorragenden dritten Platz bei den Württembergischen Meisterschaften. Und somit steht vor Ihnen der amtierende zweite württembergische Vizemeister im Marschtanz. Herzlichen Dank natürlich auch an die Schafferin des Erfolgs, an Caroline Lang. Das macht unser Präsident natürlich selber. Ja, vielen Dank an euch. Ich bitte um den Ausmarsch durch den Saal. Zu lauschen. In circa 15 Minuten werden wir dann wieder starten. Vielen Dank.